Er war einer der stärksten AWP-Spieler in Counter-Strike 1.6. Hey, my name is Danny Montana, my alias is Fraud. Wie viel kann er mitnehmen? Kann er die Runde irgendwie klonen? Den ersten macht er, dann macht er den Quickscope und dann ist es der 3K! Wenn Fraud on point war, war das einer der ekelhaftesten Spieler, gegen den du gespielt hast. He was a huge reason to our success. Und das Ergebnis davon ist, dass ich mir heute irgendwie irgendwelche Frag-Videos angucke und von Fraud über den Haufen geschossen werde. Wie der US-Amerikaner Danny Montana zur Counter-Strike-Legende Fraud wurde, das verrate ich euch in diesem Video. Das ist Florida. Hier ist Danny Montana geboren und aufgewachsen. Er hat aber auch Verbindungen nach Deutschland, denn sein Stiefvater kommt aus Rheinland-Pfalz. Sein Nickname ist übrigens eine Ableitung von Fraud, also Betrug. Danny war früher in der Graffiti-Szene aktiv, sprühte diese kürzere Variante häufig als Tag und übernahm das Ganze dann als Nickname. Fraud startete mit der Counter-Strike 1.0 Version im Jahr 2000. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für die AWP. When I first started playing a lot online, I had really bad ping and I didn't really know how else to kind of like get kills. So I figured might as well use like the easiest gun in the game. Started playing a lot of pubs and kind of pub stomping with it and realized that it was pretty overpowered, especially you know, if you could push people and things like that. So I pretty much just started playing like in the pubs using SMGs, op in Deagle only, pretty much. Sein erster großer Clan ist United 5. Mit dem Team sind zum Beispiel sein späterer Complexity-Mitspieler Trip und die beiden O'Toole-Brüder Herr und Moses. Bei United 5 macht Danny schon früh mit starken AWP-Leistungen auf sich aufmerksam. Ein Vorbild in Sachen AWP hat er nicht, aber er hat großen Respekt vor Jonas Bollack, aka Johnny R., legendärer AWP-Spieler von Mouseboards. Yeah, he was super awesome. I mean, he was a really good player. Looked up to him in the sense that he was like super dedicated at opping. He played with it online and on LAN. He was very dominant with it. Didn't matter what side of the map or what map he played. You know, in certain cases with my teams, we didn't like opping on certain maps, and I agreed. Like maybe opping T side nuke was kind of tough. Didn't matter for him. So, in some cases, I would kind of use the argument like, hey, if Johnny's doing it, maybe I should do it. Eine erste Duftmarke setzt United 5 bei der CPL Winter 2003 in Dallas. Das Team bezwingt unter anderem Team 3D und belegt am Ende den 7. Platz. Im Jahr 2004 wechselt Fraud zu Complexity. Das Team von Jason Lake hat hohe Ambitionen und setzt nicht nur auf starke Spieler, sondern auch auf den Teamgeist. We were all players that we played at a top level, a pretty top level before Complexity, like individually on different teams, but they kind of broke up. I mean, we were kind of left out pieces, I would say, from some of these other rosters. So we kind of came together at a really good time. We felt like we were underrated for sure. And we were very loyal and good friends to each other, so I felt like the loyalty that we had was probably our secret. Eine wichtige Rolle bei Complexity nahm aus Sicht von Fraud auch Teammanager Jason Lake ein. Der Geschäftsmann war für die Finanzen bei dem Counter-Strike-Clan verantwortlich. He was very important because he was the main person putting up all the money for like the salaries. Even though it wasn't anything crazy back in the day, it still allowed us to sort of justify what we did. If we had to go to tournaments, he would pay for it. It allowed us to compete at a high level or like go to competitions at a high level, knowing that certain things are okay and taken care of and that he was looking after the business side. Und beim ersten großen Turnier von Complexity, der CPL Winter 2004, zeigt sich dann direkt, welches Potenzial in dem Team steckt. Complexity muss in der ersten Runde gegen Mouseboards ran. Ich meine, das war eine CPL, wo wir gegen ein Team gespielt haben, was auf Platz 60 oder sowas geseedet war. Complexity ganz neu. Man wusste nur, da ist Jason Lake, Number One, irgendwie sowas. Hier irgendwie so ein Anwalt, der sich jetzt irgendwie sein eigenes CS-Team irgendwie so aufbaut. Und was passiert uns? Wir kriegen die dann, ich glaube, in der ersten oder zweiten Runde dann zugelost, spielen dann gegen sie. Also wir haben sie schon ernst genommen, aber wir dachten, gut, das ist jetzt halt wieder so ein Ami-Team. Heute wird man sagen Tier 1 und Tier 2. Das war, hätten wir jetzt auch gesagt, das ist irgendwas zwischen Tier 2 und Tier 3. Es entwickelt sich ein extrem spannendes Duell auf Inferno. Und Danny Montana zeigt auch auf diesem großen Event, wie gut er mit der AWP umgehen kann. 3 gegen 5 Situation. Man ist auf dem Askboard so gut wie drauf, aber sie halten es gut und Fraud der letzte über Ebene. 1 gegen 5, geht da was? Wie viel kann er mitnehmen? Kann er die Runde irgendwie klonen? Den ersten macht er, dann macht er den Quickscope. Und dann ist es der 3K. Oh mein Gott, was für ein Klatsch von ihm. 2 Spieler noch am Leben bei Mouseboards. Unglaubliche Situation hier von Fraud. Geht da noch mehr? Kriegt er die Runde hier auf sein Konto? Wie viel kann er mitnehmen? Dieser Klatsch ist schon jetzt insane, meine Lieben. Geht da noch was in 4K? You know, that's what happens when you're playing against Fraud, you know?
hits a shot or two, puts a little pressure on. If you're not thinking straight, you make a mistake or two, and all of a sudden you're in a 1v1. And yeah, so he was just a special player too. Danny's always just been, you know, extreme competitor. Just loves the game, loves the strategy behind it, loves kill, you know, fragging and all that. And he's just a really special competitor. So he had so many good rounds like that, you know, throughout his career. It was one of those situations that even if we lost the round, obviously, I felt like it was one of those rounds, kind of starting off the game, playing on the harder side of T-side Inferno. They knew that they were up against something different over here. And, you know, we were gonna, like, yeah, every round was gonna be a battle for them. Nach 30 Runden steht es zwischen Complexity und Mouseboards 15-15. Die Entscheidung fällt in der Overtime. Und hier kann sich Complexity mit 19-17 durchsetzen. Die Überraschung ist perfekt. War natürlich dann wieder das Geheule in der deutschen CS-Szene groß. Wie könnt ihr gegen solche No-Names da halt verlieren? Als dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Monate Complexity dann wirklich dann auch Events dann gewonnen hat, da hat sich dann, glaube ich, die Meinung auch schnell gedreht. Complexity belegt am Ende der CPL Winter 2004 den 5. Platz. Ein Jahr später bekommt Mouseboards zwar im CPL-Finale in Barcelona die Revanche und bezwingt Complexity auf das 2 deutlich, doch nur wenig später holt Fraud seinen ersten großen Titel. Er gewinnt den ESWC 2005 in Paris und zeigt, dass er einer der besten AWP-Spieler der Welt ist. Wenn Fraud on point war, war das einer der ekelhaftesten Spieler, gegen den du gespielt hast. Was der mit der AWP gemacht hat, war anders als andere. Der hat dich einfach auch durch die Wände getroffen und ein sehr ekelhafter Spieler gegen den Spieler, aber sehr netter Junge. He was a huge reason to our success. Not the only, I think if you ask Danny, he'll tell you. We also helped unlock him. We knew what we had and we had really good utility and ways of setting him up. And, you know, that was what made us special is we knew how good he was and we were doing everything we could to put him in the best positions he could be to frag. It wasn't just him running up mid all the time. Bei Fraud, da gab es ja sowieso keine zwei Meinungen. Das war ja eine absolute Maschine. The most menacing thing about playing Fraud was his reliability. So he was very reliable with his op. You could place him somewhere and he would shut that part of the map down. As an in-game leader, I know how valuable that is and extremely hard to play against. Im Jahr 2006 holt sich Danny Montana dann auch den ersten CPL-Titel. Bei der CPL Summer im US-Bundesstaat Texas gewinnt er mit Complexity $40,000 Preisgeld. Der Gegner im Finale, Alternate Attex. Im Halbfinale hatte Fraud mit Complexity noch sehr deutlich gegen Alternate verloren. Im Finale haben die Deutschen dann aber keine Chance. Und das Ergebnis davon ist, dass ich mir heute irgendwie irgendwelche Frag-Videos angucke und von Fraud über den Haufen geschossen werde. Also da muss man tatsächlich sagen, in dem Finale, da waren wir also absolut chancenlos. Das war schon okay, dass wir dieses Finale oder beide Maps dann verloren haben. Fraud hat während seiner Counter-Strike-Zeit häufig gegen deutsche Teams gespielt. Sein Respekt gegenüber Clans wie Mouseboards oder Alternate Attex ist groß. Spieler wie Johnny R, Papst oder Six gehörten für ihn zu den stärksten deutschsprachigen Spielern. The German teams were really the ones that gave us some of the toughest competition. Germany, I felt like, produced like multiple teams that were competing at high levels, you know, for quite a long time. And their tactics and discipline and, you know, kind of how they grow young talent, I felt like was always like a really big positive for them as well. Mit seinen Leistungen wird Danny nicht nur von den internationalen Topspielern geschätzt. Auch die Fans sind begeistert von ihm. Er bekommt damals hunderte Nachrichten von Fans täglich. There's just a list that goes down of people that message me. So all these people message you? Yeah, they get all these messages. I realized that what we were doing is much bigger than what we thought. It wasn't really just playing video games. It was, you know, impacting people's lives. And there was like a lot of, you know, fanatics and wanting us signatures and pictures everywhere we went, especially in Asia. And that was like a super eye-opening experience for me. And I really wanted, like, it was really cool to be able to eventually kind of share some of that with my family. In den Jahren 2007 und 2008 spielt Fraud mit Complexity Counter-Strike Source. Im Jahr 2009 wechselt er dann wieder zu Counter-Strike 1.6 und zu Evil Geniuses. Auch hier stellt er sein AWP-Können häufig unter Beweis.
Auch mit EG ist Fraud in den kommenden Jahren erfolgreich, auch wenn vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie mit Complexity. Nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 wechselt der US-Amerikaner zu Counter-Strike Global Offensive und läuft zwischen 2013 und 2015 für United 5 und Complexity auf. Anschließend wird er Coach in Counter-Strike GO und auch in Valorant. Mittlerweile ist Danny Montana seit mehr als 20 Jahren im Gaming-Bereich aktiv. Und er schaut gerne zurück auf seine aktive Counter-Strike-Karriere. It's been like a fantastic experience. I would never trade that back for anything in the world. I mean, everything that I've done, even outside of gaming, has always kind of revolved around what I did in gaming. It's obviously one of the most important things, and that's why I'm definitely involved in gaming. I stayed in it for a very long time, so I definitely don't really plan on going anywhere, you know? Ganz klar, Fraud ist eine Legende in Counter-Strike. Und seine AWP-Skills bleiben für immer unvergessen. Und das war die erste Folge der Counter-Strike-Legenden. Welchen Spieler sollte ich als nächstes vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare.